So, leider muss ich das Video nachvertonen. Ich hatte irgendwie Quatsch gemacht. Irgendwie, der Ton war dermaßen grauselig. Und ich hoffe, dass es jetzt besser wird. Wir machen Übung zur Vektorrechnung. Wir haben uns praktisch eine Art Mini-Lexikon gebastelt, wo man allerlei ganz schnell mal ein Rezept ablesen kann. Was muss man machen, wenn verschiedene Aufgaben gestellt werden? Was heißt normalen Vektor? Was ist die Koordinatenform und. Das haben wir uns hier praktisch alles erarbeitet, ganz schnell aufgeschrieben. Wozu gibt es das Vektorprodukt? Was kann man da anstellen? Flächenberechnung und. Wir werden teilweise nur einige Sachen im Moment brauchen für die nächste Aufgabe, die da lautet. Es sind drei Punkte gegeben, man sieht sie hier. Und ein zusätzlicher Punkt, auf den kommen wir noch später zu sprechen. Und es ist die Parametergleichung gesucht für die Ebene E1, in der diese drei Punkte liegen, beziehungsweise. Naja, den diese drei Punkte bilden, so kann man es auch sagen. Jetzt haben wir weiter überlegt, also den Punkt A brauchen wir später noch und wir haben uns einfach hier diese Parameterform, ich zeige es auch nochmal hier mit der Maus, die haben wir uns einfach genommen und nochmal abgeschrieben. Abgeschrieben, das empfiehlt sich sowieso zu tun, solche Gleichungen nochmal allgemein hinzuschreiben. Wohl wissend, was die bedeuten, ne, natürlich. Wir haben Stützvektoren und so weiter, Spannvektoren, um die geht's. Und hier steht sie und jetzt geht's weiter. Jetzt haben wir uns gesagt, gut, dann müssen wir die irgendwie mit Leben erfüllen. Und wir haben uns einfach frecherweise gesagt, na und, wir nehmen uns einfach den Punkt P1. P1. Und zwar die Ebene, die gestützt wird von dem Vektor, der zu P1 geht. P1, in dem Punkt kommt unser Stützvektor an und die beiden anderen spannen die Ebene auf. Das haben wir uns gesagt. Wir haben dann auch später noch eine zweite Gleichung gemacht. Also einfach mal P2 als Stützvektor genommen. Und mal sehen, wir wollten dann noch was damit machen, werden wir dann später nochmal drauf kommen, glaube ich. Gut, also wir fangen an. Wir sagen, der Stützvektor, der also zu Punkt P1 führt, weil den haben wir uns jetzt ausgesucht, ist 330. Das haben wir dann einfach hingeschrieben. Einfach hinschreiben. 330. Typisch in Vektorschreibweise. Das T da oben weiß jeder, was es an den Punkten bedeutet. Transponiert, also Zeilen und Spalten vertauscht. Und jetzt nochmal R, wissen wir noch nicht, wie groß wir diesen Spannvektor machen können. Und wie man da hinkommt von P2 wieder zu P1, was ja den Vektor P1, P2 darstellte, der von Stützpunkt sozusagen zum Punkt P2 geht, da rechnet man rückwärts. Deswegen habe ich 0, also von P2 ausgehend zu P1, 0 minus 3 gerechnet, das habe ich nochmal dargestellt, habe es dann weggewischt, das malen wir mal übersichtlich so hin, das geht schneller. 2 minus 3 ist minus 1 und 0 minus 0 ist 0 und schwupp, jetzt kommt der zweite zu Punkt P3. Man muss sich da ein bisschen konzentrieren, dass man die Reihenfolgen schön einhält. Und der Skalar S, der sagt auch, wir können auch diesen Vektor von P3 zu P1 gerechnet jetzt. Auch den beliebig vergrößern. Wir können also unsere Ebene ganz groß machen. So, damit sind wir fertig. Die Parametergleichung steht. Jetzt haben wir das Gleiche nochmal gemacht und haben gesagt, wir nehmen einfach mal einen Stützvektor. Der soll mal zum Punkt P2 gehen. Und da gibt es Ähnlichkeiten. Ähnlichkeiten durchaus, weil wenn ich mir R mal minus 3, 1, minus 1, 0 angucke, darunter steht ein ähnlicher. Der ist aber nur umgekehrt. Aber hinten, der bei S steht, der hintere, der stimmt nicht mehr. Und wenn ich mir sage, ich nehme Koordinatenursprung, ne, das wäre unser Punkt P1 jetzt gewesen, dann könnte man ein Parallelogramm jetzt gleich weiter basteln und so weiter als Ebene. Und ich lasse das mal und ich lösche das mal weg und sage, okay, jetzt gehen wir mal zu der gleichen Ebene, aber P2 sei unser Stützpunkt und klein P2 dann der Stützvektor. Dann gehe ich ja praktisch durch das theoretische Parallelogramm. Ich glaube, ich zeichne das gleich nochmal hin. Diagonal durch. Und deswegen sieht der hintere Vektor anders aus. Der andere, der hat bloß die Richtung geändert. Das ist der gleiche. Einen von beiden brauchen wir auf jeden Fall. So funktioniert es. Dann liegt das Parallelogramm entsprechend auch anders. So kann man es auch werten. Mal sehen, ob wir dann noch was mit der blauen Gleichung machen, aber ich glaube nicht. Die wäre auch richtig. Das wäre nicht schlimm. Jetzt ging es weiter. Jetzt war die parameterfreie Gleichung gesucht und wir wissen, die entsteht durch Ausmultiplizieren der Normalform. Na nun gut, wir brauchen den n-Vektor, also den senkrecht stehenden Vektor auf der Ebene. Aber was machen wir denn mit diesem blöden x?
Und ich glaube, ich scrolle jetzt gleich nochmal hoch und sage, liebe Leute, schaut mal, was rauskommen muss. Da kommt was mit X1, X2, X3 raus. Ja, hier. Diese X1, X2, X3, die müssen da irgendwie vorkommen. Und wir wissen ja die X noch gar nicht. Also schreiben wir für diesen Vektor X nichts weiter als, und ich unterlege das jetzt schon, obwohl ich später schreibe. Also ich überlege das. Und ich schreibe jetzt für diesen Vektor X folgendes, und zwar ganz einfach x1, x2, x3. Dann habe ich das Thema schon mal erledigt. Ich weiß ja nicht, deswegen muss ich es so schreiben. So, jetzt weiter. Jetzt nehmen wir noch P, das war ja unser Stützvektor 330. Und der muss natürlich mit dahinter und der ganze Kram in Klammern. Ich glaube, die Klammern setze ich jetzt nochmal extra, denn die kleinen Klammern, die jetzt da stehen, sind ja für die Vektoren. Nee, ich habe es im Moment gelassen. Ich weise darauf hin, wir brauchen ja noch den Normalvektor und der steht auf den beiden Spannvektoren senkrecht. Und diesen ermitteln wir per Kreuzprodukt. Und per Kreuzprodukt heißt ermitteln, jetzt kommt ein Rezept für ganz schnelles Kreuzprodukt. Ich schreibe einfach die Vektoren untereinander noch einmal hin. Also minus 3, minus 1, 0. Einfach nochmal drunter schmieren. Zack, zack, zack. Mathe ist Schreiben. Das geht durch das Schreiben auch sehr schnell. Wenn man sauber schreibt, nicht so wie ich. So. Und jetzt werden die obere und untere Zeile weggestrichen. Die dürfen wir nämlich nicht nehmen zum Kreuzprodukt bilden. Und jetzt geht's los. Hauptdiagonale beginnt immer links oben. Oh, ich glaube, ich bin einen verrutscht. Na. Null mal. Und jetzt fällt es mir auf. Ne? Jetzt wird es zu spannend. Jetzt wird nämlich die Nebendiagonale zu groß. Und dann fällt mir das auf. So, jetzt. Also, minus 1 mal 1. Und jetzt schreibe ich das einfach drunter, wohl wissend, dass ich den Studenten damit eine kleine Denkaufgabe stelle. Denn was ich drunter schreibe, ist Mist. Das ist Quatsch. Das darf man natürlich nicht machen. Denn was muss denn rauskommen? Es muss ein Vektor beim Kreuzprodukt, ein Vektor wieder rauskommen, ein echter Vektor. Und so wie ich den hinschreibe, sieht es eher aus wie eine Art Skalarprodukt. Ne? Da kommt irgendeine Zahl raus, oder eine Determinante vielleicht, sowas. Das ist eine pure Zahl. Aber sowas darf ich nicht machen. Das heißt, wenn ein Vektor rauskommen soll, ist den Studenten natürlich aufgefallen, dann muss das so aussehen. Das muss so geschrieben werden, in Vektorschreibweise. Ich schreibe es jetzt mal ausführlich hin. Ja, so, prima. Sieht alles ganz, ganz gut aus, ne? So, schön, ne? So, ja, prima. Ich habe aber einen Fehler eingebaut. Ich bitte nochmal auf die Vorzeichen zu achten. Wir machen dann eine Probe und da würden uns ein Vorzeichenfehler, den man ganz schnell mal macht, auffallen. Also, das wäre unser n-Vektor. Und den setzen wir dann, jetzt normal ausgerechnet, ne? So, ja, schön. Den setzen wir dann da oben ein, in unsere Ebenengleichung. Der muss da rein. Aber halt, bevor wir das tun und dann groß rummultiplizieren, vorsichtig, jetzt machen wir die Probe. Die ist dringend nötig. Ich kann es nur empfehlen, wer sich dazu fein dazu ist, der kann sich manchmal Vorzeichenfehler auch beim Gaußschen Eliminationsverfahren reinholen. Die tun weh. Und siehe da muss ja ein Plus hin. Denn es heißt ja minus 1 minus 0 und nicht minus 1 plus 0. Bei der 0 macht es nicht aus. Also minus 1 minus 0 ist das gleiche. Und diesen Quatsch da unten, den streichen wir jetzt mal weg. Ne? So muss er aussehen. Und bei 9 minus 0 wäre es auch nicht schlimm. Da wäre der Fehler 9 plus 0 nicht aufgefallen. Und dann wissen wir noch was, dass wir mit dem Kreuzprodukt nämlich die Werte voneinander abziehen müssen. Aha. Und minus minus 3 ist plus 3. Und die Probe machen wir mit dem Skalarprodukt. Das heißt, wir schreiben die Vektoren nochmal hin. Und zwar unseren neuen Vektor, den wir ausprobieren müssen, nämlich den normalen Vektor. Und wenn wir den hingeschrieben haben, dann multiplizieren wir den mit einem der Spannvektoren und später nochmal mit dem anderen. Denn er muss auf beiden senkrecht stehen. Und wenn das Skalarprodukt 0 ist, wissen wir, gut, ich habe es jetzt mal alles abgekürzt, zack, 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 hingeschrieben. Und jetzt fällt uns der Vorzeichenfehler auf. Denn was hier unten steht, hier unten, dieses Skalarprodukt hier, die Summe aus diesen einzelnen Produkten, die muss 0 werden. Aber hier entsteht plus 3, hier entsteht plus 3, 3 plus 3 und dann plus 0. Das wird nicht gehen. Und dann spätestens fällt uns ein Vorzeichenfehler auf. Und zwar habe ich ihn hier korrigiert. Pardon. Aber hier nicht. Und auch solche Abschreibefehler passieren. Und mit dem Skalarprodukt
schärft das die Sinne und man achtet natürlich besser drauf. Und ich glaube jetzt, jawohl, jetzt habe ich das alles ausgebessert hier an den Stellen. Jetzt wird alles gut. Jetzt mache ich natürlich noch schnell selber so einen Flüchtigkeitsfehler. Ich sage einfach, minus 1 plus 3 ist minus 3. Und ich habe jetzt hier über Kreuz mal die Summanden vertauscht. Aber es stimmt wenigstens. Minus 3 plus 3 ist 0 und das ist gut. Und jetzt habe ich die Studenten nochmal schnell rechnen lassen. Bilden Sie mal das zweite Skalarprodukt, also mit dem zweiten Vektor. Ne? Unser normalen Vektor heißt ja minus 1, 3, 9. Hier, minus 1, 3, 9. Und hier ist der zweite Spannvektor. Der steht da oben irgendwo. Den haben wir von oben übernommen, also von hier weiter oben. So, und dann haben die Studenten ausgerechnet, wir haben es im Kopf gemacht und dann stimmte das. Jawohl, haben wir Glück gehabt. Und jetzt sollte man beruhigt einsetzen. Aber das Video wurde zu lang und deswegen habe ich gesagt, wir machen das im zweiten Video. Also es gibt gleich einen zweiten Teil davon und da werden wir dann die Aufgabe komplett erfüllen, denn wir sollten ja die parameterfreie Gleichung, diese x1, x2, x3 Gleichung, die sollten wir ja basteln. Wenn wir die haben, dann wird alles gut. So, ich mache das Video hier. Ich höre jetzt auch mit dem Nachvertonen gleich auf, denn das ist in ein paar Sekunden zu Ende das Video. Also reicht das. Wir sehen uns im zweiten Video wieder. Na, ja.